Hallo, willkommen zurück beim Let's Play von Alone in the Ark. Und ich wollte eigentlich gerade ganz gemütlich hier anfangen und plötzlich höre ich das Gestampfe und Getrampel und da war er, der Rex. Ich weiß jetzt nicht mal, bei welcher Level er ist. Alter, Finne, super. Was? Oh. Da war noch ein Skorpion. Vielen Dank für die Hilfe. Rex Level 4 im Übrigen. Oh. Schön, primitive Hacke hat er drin gehabt, das nehme ich gerne. Ist die auch ein bisschen besser als meine? Nö, ist eine ganz normale. Der Rest ist, na gut, das nehmen wir hier noch raus. Das bräuchten wir eventuell, wenn wir mal die Brutmutter besuchen gehen. Irgendwann, bestimmt mache ich das auch mal. Bestimmt. Also ganz sicher. So, okay. Jetzt überlege ich nur, ob ich den aufmümmel oder nicht. Kann man eigentlich mal machen. So. Wir machen dafür wieder das Fleisch weg. Das ist einfach zu viel. So, aber es gibt ein Level. Wunderbar. So, Biber ist da hinten beschäftigt. Nee, ist gar kein Biber. Ist ein Dödi, der beschäftigt ist. Biber sind hier noch irgendwo drin. Wir wollen in dieser Folge uns mal drum kümmern, die Dämme zu räubern. Zumindest was die Zementpaste betrifft. Und eventuelle Perlen zum Beispiel. Mann, komm her. Komm her, wenn ich dich fressen will. Eigentlich ein voll schöner. Mit seinem weißen Streifen da. Bäh. Ich habe da gerade mal ein kleines Problem. So. Besser. Castoroides Level 56 und wir sehen, kann wehtun, vor allen Dingen, wenn man in ihm festhängt. Das war jetzt nämlich so der Fall. Wo ich da drauf war, hat sich der Rex keinen Millimeter zurückbewegt und der war hinter mir und ich konnte nicht vorsprinten, weil ich keine Ausdauer hatte. Insofern ist Absteigen die bessere Wahl gewesen. Es hätte sonst, glaube ich, durchaus blöd ausgehen können. Wer hätte das erwartet? Okay. Gut. Biberdämme haben wir hier. Ich weiß noch nicht, ob wir schon beide... Also es waren zwei Biber. Ich schätze mal, mehr gibt es nicht. Wie furchtbar langsam dieser Rex ist gerade. 449 Kilo. Ja, wegen dem Pelz wahrscheinlich jetzt, den ich noch dazu bekommen habe. Wir müssen so viel wie möglich raushauen. Okay. Biberdamm, ich bin mal so... mutig. Okay. Zumindest direkt ist keiner hier zu sehen, aber die sind schneller hier, als ich gucken kann. Das wiegt ja zum Glück alles nichts. Das Holz lassen wir drin. Immer noch kein Biber in der Nähe? Nee. Okay, wir tauchen kurz auf. Stamina haben wir noch genug. Was bist du? Okay. Und, ich nehme das wieder zurück. Scheinbar wurde da doch nicht viel gepatcht. Also es sind weniger Dämme. So viel ist sicher. Und ich weiß, ich muss das Holz rausnehmen. Wisst ihr was? Mache ich das jetzt? Damit die respawnen, ne? So schnell komme ich jetzt nicht... Oh, das ganze Holz wegwerfen. Egal, ich mache das, damit die respawnen. Und, ich dann eventuell neue Zementpaste, aber wie gesagt, mit dem Holz gehe ich mit dem Biber los und fress mich durch den Wald. Ganz ehrlich. Das geht so schnell. Sieht auch mal interessant aus. Das Schwimmen aus der Third Person. Selten gemacht bisher. Und irgendwie, es sah so aus, als würde es Nacht werden, aber noch nicht ganz. Wie viel Uhr haben wir? 18.22 Uhr. Viel ist nicht mehr. Dann wird es dunkel. Okay. Der Rex ist rappelvoll. Unglaublich. Ich muss mal absteigen. Keine Ahnung, was er gerade frisst und macht, aber lassen wir ihn mal. So, komm, das tun wir da jetzt noch rein. Du kannst das.
So, so und so. Du kannst das, du schaffst das, du trägst das noch. Und jetzt aber auf zurück zum Boot. Der Weg ist ja jetzt frei. Wir müssen ein bisschen langsamer laufen, als mir das recht ist. Vor allem, da dieser Rex hier überhaupt keine Stamina hat. Das wird das nächste, worauf ich ihn ausbauen muss. Definitiv. Ich muss da unbedingt mal dran denken, dass der Stamina braucht. Weil das ist ja fast nicht auszuhalten. Wisst ihr was, wir machen da so. Zack. Ihr kommt einfach mit. Ich hoffe einfach, es wird jetzt nichts super Gefährliches hier kommen. Da ist ein Biber, die werden hoffentlich nicht nachtragend sein. Kannst einen neuen Damm bauen. Ich habe das, habt ihr wieder einen Bauplatz besorgt. Das Grundstück ist frei. Die Nachbarn sind weg. Kannst loslegen. Bäume gibt es auch genug. Hau rein. Ich hole dann die Zementpaste ab. Demnächst. So. Was freue ich mich, wenn wir mit dem Bär unterwegs sein können. Allein weil der, glaube ich, 800 Kilo trägt. Oder war der bei 600? Ich weiß es gerade gar nicht. Achso, ich muss auch auf die anderen achten, habe ich gehört. Ihr Schnarchnasen, ihr Depperten. Ihr seid sehr unglaublich. Mann. Pass mal auf, wir machen das so. Vielleicht seid ihr dann ein bisschen schneller, ich weiß es nicht. Und so, ich kann ja auch noch was tragen. Bin ja nicht so. Er lässt hier nur die Tiere buckeln und trägt selbst nichts. Das geht ja nicht. Es würde dafür ein Image entstehen. Nein, nein, nein. Ja, ich glaube, jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Okay. Gut, dann zurück und dann schauen wir mal, wie viel wir von diesen wunderschönen Dings da bauen können, von diesen Glaswänden. Wir brauchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, viele. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, in der Mitte waren es 4 und rechts und links jeweils 3. Das heißt also im Grunde genommen 10 für dieses eine Fenster. Wenn wir also 10 Glaswände herstellen könnten, wäre das gut. Ich fürchte nur, dass das nicht reichen wird. Fred! Fred! Du Lahmarsch! Unglaublich. Hm? Oh, schau mal, es flieht. Ist das so ein... Warum flieht es? Hallo? Jetzt flieht es nicht mehr. War mir irgendwie klar. Njam! So ist gut. Und wisst ihr was? Bleibt liegen. So. Ich habe mehr als genug Haut und Fleisch und überhaupt alles. So. Oh, ein blauer Strahl. Gut, dass ich meinen Flieger nicht dabei habe. Hm. Gut vorbereitet zu sein ist das Allerwichtigste. Nein, 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 ich habe mich nicht verlaufen. Nein, nein, ich wollte genau hier hin. Ich drehe noch durch. Wieso bin ich denn jetzt so weit abgedriftet? Oh, Terrorbird. Hallo? Hallo? Ich will da. Hallo? Wollen wir probieren? Ich weiß nicht, was er da macht. Auf was er da rumkaut. So. Schauen wir mal. Level 11. Level 11. 120 Gewicht, 324 Leben. Du darfst leben.
Ich töte keine Terrorbirds. Ich finde die viel zu lustig. Erinnere mich zu sehr an Chocobos und ich liebe Chocobos. So. Er darf leben. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn fresse. Komm. Ghost. Wir sollten hier weg, bevor er aufsteht. Das hast du vielleicht nicht ganz verstanden, aber... Aber das ist so ein schönes Hähnchen. Na toll. Ach, Mann. Ich drehe noch durch. Ich bin nur selbst ich. Na gut, okay. Steine klopfen bin ich ja gewohnt, ne? Dann nicht so, dass ich das nicht gerade ein paar Tage lang gemacht hätte. Diese Tätigkeit. Ziemlich exakt. Diese. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Steine fliegen nicht so schön. Ich hab nur echt keine Ahnung mehr, wo ich mein Boot hab. Das ist noch weiter unten. Ach, nicht doch schon wieder. Ja, ist ja gut. Mann. Was? Dankeschön. Ach Gott, Moment. Oh, was? 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 Ich fühle mich so nackt. Was? Warum? Woher? Weshalb? Was? Was? Ich verstehe es nicht. Die waren doch nicht kaputt, oder wovon hätten die kaputt sein? Was? Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Was ist denn da passiert? Unglaublich. Also entweder war ich total unaufmerksam oder das war gerade ein bisschen verbuggt. Aber egal. Ich glaube das einfach nicht. Guten Tag. Ja, ich habe den Level gesehen. Ein bisschen schade drum. So, und eigentlich müsste jetzt hier mal mein Boot kommen. So. Hier. Gefühlt vor 20 Minuten. Oh, Hunger. Wieso ist mein Boot hier nicht? Moment, doch, hier muss das jetzt kommen. Hier vorne sind die Alpen und bin ich so abgedriftet? Wieso bin ich so abgedriftet? Ich kapiere es nicht. Egal. Ist mal wieder meine Orientierung. Da fehlt wieder einer da. Diese Dinos, die machen mich verrückt. Die Dinos sind schuld. Wegen ihnen kann ich mich nicht mehr orientieren. Ach, sieht ja schön aus. Oh. Es ist einfach ein geiles Spiel. Es ist einfach ein echt geiles Spiel. Es tut mir leid. Aber ganz ehrlich. Oh, ich war ein Baby. Ich habe dich genau gehört. Also nicht ganz Baby, aber nicht ganz erwachsen, oder? Genau. Ist noch im Stimmbruch. Ja. Du bist ein Guter. Mich würde es ja mal interessieren, wie das ist mit dem Zähmen. Ich glaube, die Frage hatte ich mir schon mal gestellt. Ob ich die auch umhauen kann oder muss. Um sie dann zu zähmen, weil anders geht's ja nicht. Und wenn ich sie dann gezähmt habe, sind sie dann... Ja, dann muss ich sie wahrscheinlich an den Druck stellen dann müssen sie erst anwachsen. Mit gefühlt 25.000 Tonnen Bären in diesem Fall. So. Die Bibi habe ich tatsächlich... Ach, das ist aber gut, dass jetzt dunkel wird. Das ist super, das ist toll. Okay, die Bibi habe ich tatsächlich... nicht mal mehr mitgenommen, sondern die habe ich als Verteidigung, glaube ich, zurückgelassen, damit
Damit die eben alle... Damit die alle eine relativ sichere ja, Verteidigung halt haben im, auf, in der Basis. Da weiß ja noch, der Peter, der ist ja so ein bisschen wehrlos. Der arme Kerl. So, jetzt mal gucken. Erstens... Ja, vieles was anderes. Okay. Das kann ich noch nehmen. Dann tun wir das schon mal runter. Dann können wir gleich mal gucken, wie viel Stein wir insgesamt... Na toll. Wie viel Stein wir dann wohl noch brauchen. Hier haben wir... Ja, nicht mehr so viel Stein. Okay, also da müssen wir dann auch noch einiges holen. Das kriegen wir aber direkt am Strand. Das ist ja zunächst mal positiv. Dann haben wir hier ein bisschen Metall. Das tue ich auch mal rein. Und die Picke tue ich auch rein. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Metall, was wir dann hoch tun. Das schmeiße ich jetzt gerade als erstes rein, damit das schon mal brennen kann. Metall hätten wir da. Wie viel kann ich noch tragen? Ungefähr 100 Kilo. 75 Kilo noch. Und hast du auch noch Metall? Das passt. So. Aber gar nicht so wenig. Das ist gut. Weil soweit ich das noch in Erinnerung habe, brauchen die Glaswände, diese Greenhouse Walls, brauchen, glaube ich, Metallbarren. Ich glaube, es war auch Zement passt. Und beides... Mann! Beides sollten wir mittlerweile dann... Genüge haben. Wobei mit der Zementpaste müssen wir aufpassen. Eigentlich wollte ich die ja für... Da ist Holz. Eigentlich wollte ich die ja für den Sattel vom Bären haben. Und was heißt eigentlich? Da bleibe ich auch bei. Die will ich haben. Den will ich haben, den Sattel. Ah ne, das machen wir alles rein. Genau. Und... Das machen wir so. Dann habe ich wieder ein bisschen Holz zum Bauen auch. So. Dann kann das da durchbraten. Den Rest, den machen wir auch noch. Moment. Der Fred, glaube ich, war es. Oh, Moment. Ihr nervt was. So. Besser. Der Fred, der hat das noch. Genau so. Und dann nehmen wir auch gerade den ganzen Kram mit. Oh. Überladen. So, dann haben wir das gleich. Ich bin gespannt. Ich bin einfach nur gespannt, ob wir das Zeug gebaut bekommen alles. So, das kommt mal rein. Dann sollten wir uns wieder bewegen können, genau. War so klar, war so klar. Keine Piranhas? Hm. Ist das nur abgespeichert vom letzten Mal? So, das da rein. Das da rein. Und den ganzen Glimbatsch. Außer die Ärmchen. Die wollte ich eigentlich nicht. Die gehen da rein. Das kann man reinmachen. Das kann man reinmachen. Und da müsste ich mal gucken, wo ich das jetzt rein verteile. Wo habe ich denn das überhaupt bisher gehabt? Ich weiß es nicht. Okay, die Dings habe ich noch nicht gelernt, sehe ich gerade. Greenhouse. Greenhouse Walls, die sind es eigentlich. Dann schauen wir mal. Structures, Greenhouse, Metal Ingot 7, Crystal 25, Zementpaste 7. Okay, Zementpaste ist wurscht. Aber in der Tat... Hä? Das ist alles grün, aber ich kann es nicht bauen. Ah. Dauert ein bisschen. So, dann gucken wir mal. Da hat man ja noch einiges. Genau, zack, zack, zack. Aber dann werden die Barren schon eng. Ich dachte, ich hätte viel mehr Eisenbarren schon gehabt. Habe ich die schon alle verbaut? Ich glaube wegen der Sichel, oder?
Die hat glaube ich, so gefressen im wahrsten Sinne. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Greenhouse, nochmal 3. Ich muss mich mal nochmal ganz kurz muten. Kleinen Moment. Ist auch perfekt hier. Die Fanfare während des Mutens. Da wird wenigstens nicht langweilig, bestimmt. Leben. Close. So, dann haben wir jetzt 6 Stück und was uns fehlt, ist Metall. Naja, dann können wir das eigentlich mal durchjagen lassen. Das Metall. Währenddessen laden wir hier weiter aus. Bei der Menge an Chitin, die ich jetzt habe, ganz ehrlich, bei der Menge ist es eigentlich nicht ganz verkehrt zu sagen, wir bauen uns vielleicht doch mal, gucken wir, das nehmen wir auch mal mit, wir bauen uns vielleicht doch mal eine Chitin-Rüstung zusammen. Fände ich jetzt nicht so ganz dumm. Oder? Ach, Fred, du bist schon leer, das ist gut. Und du? Du hast auch noch ein bisschen Kristalle. Ich glaube, ich kann mich aber nicht mehr... Oder? Doch, kann ich noch. Gut. Also, Kristall haben wir genug. Da ist sogar noch Reserve übrig. Zack, zack, zack. Komm, das machen wir jetzt auch. Wir bauen uns eine Chitin-Rüstung zusammen. Da ist ja schon diese andere hier, die blaue. Was brauchen wir? Chitin 88. Komm. Mit 4 Spinnen getötet, dann... Dann habe ich das quasi. Dann haben wir hier ein bisschen... Da haben wir da mal eine Rüstung. Obwohl, ich könnte auch die Flak-Rüstung lernen. Aber dafür bräuchte ich jetzt wieder mehr Metall. Das ist momentan ja eher die Mangelware. Insofern machen wir das mal so rum. Das ist, finde ich, ganz okay gerade. Komm, Pelz kommt auch rein. Chitin kommt rein. Hide kommt rein. So, dann haben wir da richtig Vorrat. Ist ja Wahnsinn. Das Ding darf nie im Leben kaputt gehen. Da muss ich echt auch drauf aufpassen, ob ich da vielleicht doch noch was drum rumzimmer. Was hat das denn? 2500 Leben, 1500. So eine Wand hat 10.000. Ja, also wenn hier so ein Rex angreift, könnte das schon relativ schnell kaputt sein. Da muss ich tierisch drauf aufpassen. Beziehungsweise muss ich das dann irgendwie jetzt auch mal zusehen, dann in die Basis umzuladen. Das nehmen wir raus noch. Und dann bauen wir noch ein paar... Foundations. Tak, 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 tak. Oh, das war ein bisschen viel Holz. So, Foundation, Foundations. Da braucht man die normalen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dann braucht man auch noch zig Walls und alles mögliche, aber egal. Das ist jetzt erstmal der Kram. Mir geht aus... Thatch, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay. Gut, dann kann man nämlich hier wieder Platz schaffen. Das ist ganz wichtig. 5 Stück werden noch gebaut. Da reicht dann Stone nicht mehr aus. Okay. Ja, so ist es wohl. Na gut, dann haben wir das aber trotzdem. Das ist ganz gut. Haben wir hier schon was vorgebaut gehabt? Hier, NC Stone Foundations haben wir noch. Hier ist noch Stein. Perfekt. Da haben wir noch Stein. Dann holen wir hier noch Holz nochmal dazu. Dann können wir gerade nochmal welche bauen. Foundation, ganz normale, nicht die NC. Ich hoffe, ich habe auch die normalen gebaut eben, ja. Das ist gut, dann haben wir das. Und jetzt fehlt wieder Stone, okay. Aber Level up. Wunderbar. Ich habe schon ein bisschen runter geregelt. Es ist nicht mehr so... ich baue noch so einen. Es ist nicht mehr so schnell, dass ich jetzt hier Level mache ohne Ende. Aber immer noch ganz okay. Also es ist schon noch schnell. Ich gebe es ja zu. Aber ich denke, das ist auch nach wie vor okay. So, wir wollen ja schließlich vorankommen. So, jetzt habe ich ein Ding gebaut und weiß nicht wohin. Moment. Mal ganz kurz was gucken. Wisst ihr was? Das bauen wir oben hin. Das bauen wir hier oben daneben. Denke ich mal. Hoffe, dass das geht. Moment.
Schauen wir mal. Ja. Oh, ihm ist heiß. Ich habe schon gerade gedacht, warum stöhnt er hier die ganze Zeit? Ja, ich denke, das geht. Dann können wir hier... Wie viel hatten so eine Box? 2400 Leben. Das ist okay. Da geht ein bisschen was rein. Und es hält ein bisschen was aus. Dann machen wir hier... Komm, das Zeug mal rein derweil. Dieses bisschen ausgefallenere. Ich weiß sonst überhaupt nicht, wohin damit gerade. Irgendwie Schund, den man nicht braucht am Anfang. Und hinaus auch nicht. Obwohl, später werden wir die Pilze sehr gut gebrauchen können. Denn ich glaube, wir brauchen 250 von denen. Also gar nicht mal so wenig. Für die... Na, sag schon. Für die Brücken. Für die Brücken aus der Brückenmod. Da brauchen wir die entsprechend. Von daher hebe ich sie auf jeden Fall auf. Auch wenn wir sie jetzt noch nicht wirklich verwerten können. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. So, Holz haben wir noch mehr als genug. Thatch auch. 26 Steine noch übrig. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt müsste eigentlich wieder genug Metall da sein. Dann machen wir oben die Greenhouse Walls fertig. Aber ich kann die auch nicht setzen, bevor ich nicht die... Moment, wie viel brauchen wir noch? 10 habe ich gesagt, ungefähr. Was? Nur 6? Ich dachte, ich hätte mehr gebaut. Okay. Structures, Greenhouse. 1, 2, 3, 4. Die kann ich auch nicht setzen, bevor ich nicht die NC-Walls gesetzt habe. Die No-Collision-Walls. Denn mit denen muss ich vorbauen und ersetze dann... Ach so. Da hat einer, das Kommentar habe ich schon gelesen. Hat einer geschrieben, es gibt auch ein C-Greenhouse. Das wollen wir jetzt einfach mal testen. Greenhouse gibt es nicht als No-Collision. Nein, leider nicht. Leider nicht. Greenhouse gibt es nicht als No-Collision. Das hatte jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es das wohl gäbe. Vielleicht ist es ein anderer Mod, ich weiß es nicht. Aber mit der jedenfalls nicht. Aber... Macht nichts, wie gesagt, wenn wir vorbauen mit No-Collision Stonewalls beispielsweise. Ginge auch mit Wood, wäre vielleicht ein bisschen günstiger, muss ich zugeben. Das wäre geringfügig günstiger. Moment. Das müssen wir mit Wood vorbauen, mit NC-Woodwalls. Die gibt es doch als NC, oder? Moment, da muss ich gerade mal gucken, aber die müsste es eigentlich geben. Wooden Wall. NC Wooden Wall. Da ist er schon gelernt. Dann muss ich eigentlich nur ein bisschen Fiber noch holen, weil Holz und Dings haben wir genug. Holz und Dings. Weißt du Bescheid? Holz und Thatch. Ich denke, Fiber sollte jetzt auch schon reichen. Ich brauche dann. Machen wir mal ein paar mehr. Machen wir mal ein paar mehr, sicherheitshalber. Hier los. Ging nicht abzubauen? Egal. Fiber kann man ja auch nie genug haben. Wenn ich den Bär erstmal habe, dann ficken wir hier durch. Dann haben wir Fiber sowieso in Massen. Ohne Ende. Und einer hat auch gefragt, warum ich den Affen nicht einfach auf Wandering hier stelle. Und sammeln lasse. Ist natürlich eine Möglichkeit. Das Ding ist einfach nur, ich habe einfach ehrlich gesagt Schiss, dass der irgendeinem Rex in die Hände läuft oder dergleichen, wenn ich mal nicht hinschaue. Und dann habe ich das, den Salat. Da habe ich echt nur ganz geringfügig Lust drauf. So. Das war jetzt noch ein Check, den ich unbedingt machen wollte. Wir haben sehr, sehr viel... sehr, sehr viel Gammelfleisch. Muss mal los. Ich muss mal los, Moment. Immer noch sehr dunkel hier. Komm mal mit. Komm mal mit. Wir haben da was vor. Aber mit der Menge an Gammelfleisch. 6 Narco-Berries. Super. Hat sich voll gelohnt. 10. Yeah. Geht ab. Wir sind ein wenig Büsche.
Aber wenn wir schon so viel Gammelfleisch haben, sollten wir das auch verwerten. Ich brauche nämlich auch wieder, Pfeile. Hier erstmal alle Beeren raus. Bis auf die Lilanen wegen mir. Die Samen, ganz ehrlich. Egal. Fleisch brauchen wir auch nicht. Kommt auch erstmal weg. So. Ich glaube hier, die Bambus-Dinger sind immer das Beste für Narkobären. Naja, es waren auch schon mal mehr. Habe ich das runtergesetzt wieder? Die Ausbeute? Ich weiß es gar nicht. Daher habe ich die ein bisschen runtergesetzt. Irgendwo kommt mir wahrscheinlich gleich der begnadigte Chocobo hier über den Weg gelaufen, der Terrorbird. Warte ich eigentlich nur drauf, dass der mich anfällt und sich bedankt für die Pfeile. Ja, viel ist das nicht, was ich jetzt habe. Schauen wir mal, wie viel wir hinbekommen. Ich will da jetzt nicht so viel Energie drauf verschwenden. So, gib mal her hier. Das machen wir nämlich schon mal zu wenden. Viel ist es nicht, aber schauen wir mal. So, NC, Wooden Wall, da haben wir sie. Zwei Stück. Haben wir schon mal wieder ein bisschen Platz geschaffen. Aber das sind wichtige Erfahrungspunkte, wenn wir jetzt die Narcotics herstellen. Und wenn wir das Gammelfleisch schon haben, ehe uns das verschwindet, will ich es dann doch wenigstens genutzt haben. So, was haben wir hier? Schrott. Nicht aus Versehen das Falsche wegwerfen. Okay, das waren jetzt lila Bären. Gerade von gesprochen und schon wirft man das Falsche weg. Egal. Machen wir sie halt weg. Wir haben genug. Mit diesen drei Stacks können wir schon wieder mehr zähmen, als wir Zeit haben. Sind es wirklich nur die drei Stacks an? Das ist echt schade. Müssen wir noch ein bisschen sammeln. Vielleicht sollte ich auch einfach auf dem Boot... Ist da was? Das könnte man eigentlich mal machen, oder? Dass man auf dem Boot einen Kasten machen hier, so ein Crop-Plot. Hallo Bär. Ich hoffe, du machst dir es da im Baum gemütlich. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gerade keinen Bock auf dich. Das machen wir mal, oder? Wir machen uns oben ein oder zwei Crop-Plots hin. Platz genug sollten wir da haben. Dann machen wir uns ein, zwei Crop-Plots hin und ach du Arsch. Bleib, wo du bist. Rat's dir jedenfalls. Und hauen uns ein paar Narco-Berries da oben rein. Dann brauchen wir nicht immer dieses Sammeln hier. Das können wir ja wunderbar auf dem Schiff machen. Dann haben wir sie immer dabei. Einzige, was wir dann auch bräuchten, da kommen wir wieder vom Hundertsten ins Tausendste, ist natürlich so ein Dung-Kasten. Müsste ich noch eine Fiomia mitführen. Das wäre es. Eine Fiomia und immer schön Stimberries durch. Dann bräuchte ich wiederum auch einen Kasten mit Stimberries. Ja, ja. Mann, ist alles so. Mal gucken. Eigentlich wäre es nicht verkehrt, so einen Kasten da zu haben. Mal überlegen. So, jetzt machen wir erstmal hier Mortar and Pestle. Der hat ganz viel Fleisch da drin. Ist ja super. Consumables, Trucks, zack, 65, mehr nicht. Lohnt ja voll. Waren das alle Narco-Berries? Spuck aus, Gewehr, Mann. Waren alle, unglaublich. Ah, ja. Diese Farmerei in dem Spiel ist schon immer eine recht zeitaufwendige Sache. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann muss ich mal überlegen, ehrlich gesagt, was wir dann machen. Eigentlich brauchen wir noch ein bisschen Stein. Den sollten wir uns noch besorgen, dass wir unser Häuschen fertig bauen können, zumindest im Boden. Ich weiß jetzt nicht, ich meinte, ich hatte mal irgendwas gesagt, von wir brauchen noch gut 20 oder mehr Foundations. Fakt ist, je mehr Foundations wir haben, desto besser, denn wir wollen da oben ja ordentlich bauen. Das heißt also, ich werde dann hier noch ein bisschen mit dem Dödi aufräumen dürfen am Strand, während ich im Endscreen jetzt einfach schon mal rumlaufe und hier
die Steine, die am Boden liegen, aufsammle. Das geht auch relativ schnell und fix, dass man da einiges beisammen hat. Naja, und dann werden wir davon noch ein paar Dings bauen, ein paar Foundations. Dann brauchen wir noch ein paar Wände. Die Glaswände sollten wir jetzt haben, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ansonsten haben wir noch genug Reserve übrig an Materialien, so dass wir jetzt noch nicht zwingend wieder losziehen müssen und mehr von den Crystals uns besorgen müssten. Also da haben wir jetzt erstmal einen kleinen Vorrat, auch wenn der nicht ewig hinreicht, aber da wir das gerade gemacht haben, will ich das jetzt nicht unbedingt gleich als nächstes wieder. Ich denke, das Coolste wäre, wenn wir als nächstes größeres Ziel oder Vorhaben starten, mal einen Argentavis zu zählen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Dann könnten wir nämlich mit dem losziehen und diese Sachen wie Crystal und dergleichen eben schneller besorgen. Obwohl das auch nicht ganz ungefährlich ist. Also mit dem Argentavis in die Höhle würde ich beispielsweise nicht. Da müssten wir irgendwie schauen, die Berge hier irgendwie abzuklappern und zu schauen, was da oben drauf wächst und ob wir das irgendwie bekommen. Beispielsweise beim Dämonenberg oder wie der heißt. Da könnte das Sinn machen. Naja, gut. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben viel zu tun. Bis dahin, macht's gut. Ciao.